Ich wünsche euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt die Demo von OVNI Abduction. Ist ein schwieriger Name, aber es sah ganz cool aus. Ihr seht es ja an dem Haus, ne? Schon. Aber wir werden noch ein, zwei kleine Überraschungen finden, glaube ich, in dem Spiel. Ich hoffe nicht, es ist so extrem pitisch, aber ich glaube, es wird auch ein bisschen was anderes sein. Wir springen einfach mal rein und gucken mal, wie so die Grundstory ist. Ich glaube, wir kriegen einen kleinen Text angezeigt. Genau. Auf einer Insel im Golf von Mexiko gibt es ein geheimes Weltraumprojekt, das erschaffen wurde. Wie auch immer, es wurde aus unbekannten Gründen wieder eingestampft. Und die Mitarbeiter haben die Insel verlassen. 2 Jahre später sind 5 Wissenschaftler zurück zur Insel gekommen, um Forschung zu machen. Ja, Forschung halt. Eine Nacht wacht einer von ihnen auf und hört seltsame Geräusche und realisiert, dass seine Kollegen verschwunden sind. So viel zum Intro. Ich bin wie immer gut vorbereitet, ihr kennt das. Okay, also wir sind nachts aufgewacht. Unsere Kollegen sind weg. Wir haben ein bisschen Unordnung gemacht. Wir wollten eigentlich gerade feucht durchwischen. Doch dann sind wir aufgewacht und haben festgestellt, dass unsere Kollegen verschwunden sind. Das Bett haben wir vorher aber noch gemacht. Obwohl wir eigentlich nur herausfinden wollten, was hier auf dieser Insel so passiert ist, haben wir trotzdem unsere Diplome mitgebracht und ordentlich an die Wand aufgehangen. Zusammen mit unseren Rosenbildern, die wir von Omi geerbt haben. Oh, ist recht stürmisch draußen. Okay, Funkgerät, können wir das nehmen? Können wir nicht. Die ist zu. Hier haben wir noch ein paar Notes gemacht. Einen haben wir runtergeschmissen, sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Kaffee ist auch alle. Das ist der wahre Horror. Okay, gehen wir mal raus. Oh. Nice. Schöner Kronleuchter, ne? Da haben wir das Petitische hier, ne? Chuck ist auch dabei. Die Glühbirne sollten wir vielleicht demnächst mal austauschen. Aber ich mag es, wie es draußen stürmt. So. Hier auch alles sehr klassisch, ne? Heiligenbilder passt immer sehr gut zur Wissenschaft. Hä? Oh, unsere Tür ist zu. Warum ist unsere Tür zu? Wer hat unsere Tür zugemacht? Ist zwar nett. Abgeschlossen auch. War bestimmt nur der Wind. Wir können beruhigt sein. Ich mag einfach so Sturm draus, auch wenn er jetzt nicht super realistisch aussieht. Noch mehr Chucks. Können wir hier eine Note lesen? Das ist exakt derselbe Kronleuchter. War die nicht auf dem 100-Mark-Schein damals? Irre ich mich? Okay. Checken wir die Türen. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier Treppe wieder raufgehen sollen. Aber ich ahne, wo das hinführt. Auch dieses Bild kommt mir bekannt vor. Zeitgenössische Kunst. Zeitgenössisch wohl eher nicht. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay. Wie auch immer geht's hier weit. Ist das nicht wieder der Eingangsbereich? Bin ich nicht von hier gekommen? Hier hängt die zeitgenössische Kunst rum. Aber die Treppe war vorher nicht da. Okay. Ein bisschen PT. Hoffen wir nicht zu stark. Eigentlich will ich keine PT-Games mehr spielen. Keine PT-Inspired-Games. Aber mal gucken. Ich erwarte eigentlich etwas anderes. Was ganz anderes. Gut. Spielen wir das Spiel mal mit. Gehen unsere Runden. Lassen uns vielleicht erschrecken. Hören auf die Geräusche hier. Okay, das kenne ich. Das kenne ich, du. Wenn man dann wieder zurück muss, weißt du? Das wäre so ein Spiel mit Fersengeld hier. Okay. Was zum Teufel?
Wir müssen Mulder und Fox. Nee, da, wie? Mulder und Fox. Sky. Dana Scully und Fox Mulder. Mulder und Scully müssen wir jetzt rufen. Wolltest du einen Witz machen oder sowas? Ja. Das ist das, was die Überraschung, die ich euch versprochen habe. Aliens. Was auch sonst. So, so viel weiß ich schon. Okay. PT mit Aliens. Aber. Tür zu, komm. Keine Aliens mehr. Tür zu. Tür zu. Yeah. Okay, wir müssen erst gehen. Scheinbar. Gehst du zu? Danke. Endlich keine Aliens mehr. Okay, ich bin gespannt, wie das noch weiterhin umgesetzt ist. Und vor allem, wie das dann auch in der Vollversion sein wird. Aber die Idee fand ich eigentlich ganz nett, so ein Horror-Game zu machen, wo dann auch Aliens drin vorkommen. Ihr habt es vielleicht am Titel erkannt, denn dieses englische Wort nach der Abkürzung heißt so viel wie Entführung. Die kleinen grünen Entführer, hä? Huh? Nicht du, nicht Chuck. Chuck ist lieb. Okay. Haben die scheiß Aliens einfach hier mein Fenster zertrümmert? In meinem Anwesen. Jetzt sind sie auch noch weg. Ah. Ich mag diese Sturmgeräusche. Ich bin so ein Mensch. Ich mache auch gerne bei Sturm das Fenster auf. Einfach nur, weil ich die Geräusche so mag. Sturm und Regengeräusch. Oh. Aber wir haben eine Taschenlampe. Nur die hilft irgendwie nicht so viel. Ja. Okay. Die Aliens haben mir den Strom abgedreht. Ich habe wohl die intergalaktische Rechnung nicht bezahlt. Das haben wir davon. Jetzt kommen sie mit der Anus-Sonde. Okay, ich soll meine Runden weiterlaufen. Machen wir das mal. Ist immer noch dunkel. Ist mir so ein bisschen nervt, dass man jede scheiß Tür checken muss. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach nur unsere Runden laufen. Hm. Diese scheiß Geräusche immer noch kriegen. Das nach all den Jahren. Nach all den scheiß Jahren. Wo ich mich hier durch jeden verdammten PT-Klon gekämpft habe, den es auf der Welt gibt. Ja, nicht ganz so schlimm. Aber gefühlt. Im Geiste. Im Geiste. Okay. Ach, gut. Die Aliens haben das Licht wieder angemacht. Finally! Endlich die Rechnung bezahlt, du. Okay. Können Sie jetzt bitte auch noch die Glühbirne austauschen? Dann wäre ich... Ich wäre denen so dankbar. Huch! Nee, da muss ich lang. Die stehen gleich bestimmt irgendwo hier am Fenster, ne? Ich sag's euch. Seid schon mal vorbereitet. Wartet auf den übelsten Fenster-Jumpscare, den ihr je erlebt habt. Denn so langsam muss mal was hier passieren. Außer surrende Lampen. Ich gucke immer noch, dass irgendwo einer draußen steht. So wie bei diesem einen Spiel, was wir mal gespielt haben. Wo wir in so eine Wohnung eingezogen sind. Ich weiß schon gar... Oh! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Wir dürfen hier rein. In das Zimmer unserer Arbeitskollegen scheinbar. Also unserer Mitstudenten. Warum haben die so einen großen Fernseher? Ich hasse das. Ist das wohl das Haus auf der Insel, wo wir drin sind? Ah, die Insel ist schön. Sehr kleine Aktenordner. Ja, das mit den Proportionen üben wir noch, ne? Guck mal, die Koffer sind noch da. Sie sind also nicht abgereist. Theoretisch.
praktisch. Okay. Muss ich noch irgendwas machen hier? Muss ich irgendwas nehmen? Gucken. Okay. Warum geht jetzt die Tür zu? Oder ist es einmal einfach durch einen Timer getriggert? Geh ich hier Licht an, aus? Irgendwas öffnen, irgendwas mitnehmen? Warum liegen da so viele Papiertaschentücher neben dem Mülleimer? Was haben die hier getrieben, die Jungs? Na gut, stand ja nur Wissenschaftler, das englische Wort. Das könnten ja auch... Wie auch immer. Oh! Oh! Aua! Warum ist das denn so laut? Alter, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich habe euch die Szene ein bisschen leiser gemacht, dass ihr nicht so... Fick dich, Kuh. Nein! Geht weg mit eurem Anusstrahl. Ihr strahlt mir keine Sonde in den... Allerwertesten. Darth Vader hat sein Lichtschwert verlängert. Er hatte Komplexe. Luke hat ein viel größeres Lichtschwert als ich. Dabei bin ich doch der Böse. Bringt ihm ein Taschentuch. Alter Schwede, ey. Ich hoffe, das geht jetzt nicht. Oh nein! Nicht schon wieder Dunkelheit. Lass mich doch mal raus hier. Komm, ich nehme Chuck und werf die Scheibe ein. Was? Oh, guck mal, da steht ein Quad vor der Tür. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir können wirklich abhauen. Wir könnten frei sein, wenn wir nur diese verfickte Scheibe einwerfen. Okay. Die Aliens sind also hier drin und scannen hier rum. Und machen ab und zu das Licht an und aus. Weil sie wissen, dass wir Menschen davor Angst haben, vor Dunkelheit. Da gehe ich eh nie wieder rein. Da habe ich keinen Bock mehr. Komm schon. Ah, Tageslicht. So kann man die Loops natürlich auch machen, obwohl die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil hier vorher überhaupt gar keine Treppe war. Plot Twist. Es war alles nur ein böser Traum. Mit Aliens. Gefangen in einem Horrorspiel. Das wäre mal ein Albtraum. Una cerveza grande, por favor. Vielleicht sollte ich prophylaktisch den Sound mal ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das Bild hat gerade mit mir geflüstert. Ah, schon wieder dunkel. Ich mache jetzt ein bisschen leiser. So. Ich hoffe, ich werde es... Ja, gut. Okay. Okay, laute Geräusche sind erstmal kein gutes Horrorspiel, ne? Ich meine, ihr merkt es ja immer an meiner... Ich hab's euch gesagt. Das Fenster. Ich hab's gesagt. Nein, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber... Ich weiß einfach, wie so Entwickler denken. Ich weiß einfach, wie sie denken. Lass doch mal mein scheiß Haus in Ruhe. Nehmt mich meinetwegen mit. Immer noch dunkel. Ich bin wieder in meinem Bett. Oh. Na,
Geh nicht so nah ans Fenster, Schaui. Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Na, die haben sich auf jeden Fall gut aus der Soundbibliothek für gruselige Hintergrundmusik bedient, ne? Sollte in keinem Unity-Spiel fehlen. Wie viele Runden denn noch? Okay. Ein Glück habe ich... Ein Glück habe ich die Geräusche ein bisschen runtergedreht. Dankt es mir. Auch jetzt bei mir, meine ich. Ich danke mir selber. Okay. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das. Ihr bleibt dran. Ich zieh durch. Mädel, ich verstehe kein Wort. Glaubt, das sind spanische Entwickler. Es ist die... Es ist die unten, die lacht mich aus. Die Frau vom 100-Mark-Schein. Das ist die Frau vom 100-Mark-Schein. Ach. Du Miststück. Ich bin mal ganz weit weg hier vom Fenster des Grauens. Wahrscheinlich hat sie mir jetzt Anweisungen in Spanisch gegeben und ich verstehe kein Wort. Sind übrigens spanische Entwickler. Wer hätte das gedacht? Dieses Spiel überrascht immer wieder. Okay, was soll ich tun hier? Aber sie hat mir nicht wirklich Anweisungen gegeben. Spring doch aus dem Fenster. Los, spring schon. Beenden wir es. Okay. Jetzt muss ich ewig in diesem Puff hier verbringen. In dem andauernd das Licht ausgeknipst wird. Hm. Warum immer diese Marschmusik im Hintergrund? Das ist Nazi-Aliens? Der Führer ist auf den Uranus geflüchtet. Auf den Uranus. Dort hat eine Armee aus arischen Aliens gezüchtet. Um mit ihnen jetzt den Endsieg gegen die Menschheit zu gewinnen. Da. Mit dem wir sie zu Tode erschrecken. Gleich passiert wieder was. Oh! Okay, das ist in der Tat. Das ist jetzt mal cool. Ein Glück kommt ihr hier nicht rein. Du. Oh, ihr könnt hier rein. Ja, ihr könntet hier rein, ne? Oh, mein Raum ist auf. Endlich wieder schlafen. Endlich wieder den Boden feucht durchwischen hier. Oh. Hallo. Die sind echt gut mit dem Beam. Seid ihr echt gut? Okay. Mach doch mal das Licht an.
schätze, wir müssen noch mal eine Runde drehen, ne? Wir werden nicht davon befreit. Ah, danke. Danke, dass die Musik aufhört. Nein, sie fängt wieder von vorne an. Jetzt haben wir eine Tür mehr zum Checken hier. Hatte ich gerade schon einen Computer? Ich weiß es gar nicht mehr. Kein Plan. Es nervt mich so, dass wir niemals hier in diesen Raum rein dürfen. Warum nicht? Das ist bestimmt das Klo. Stell dir vor, du wachst nachts auf, musst kacken und kannst nicht, weil Aliens dich durch dein Haus jagen. In einer niemals endenden Schleife. Und das bei Dunkelheit. Manchmal aber auch Disco-Lichtern. Je nachdem. Okay. Muss ich vielleicht irgendwas tun erst? Aufnehmen? Ich will auf dem Auto einfach... Nee, auf dem Quad, nicht auf dem Auto. Es hört nicht auf hier. Oh nein, ich habe bestimmt was übersehen. Bestimmt was übersehen. Die schicken einen echt ein bisschen zu oft durch diese Gänge hier. Ich habe schon echt einen Drehwurm. Okay, das ist nicht normal. Ich doch. Okay, doch, es ist doch normal. Hey! Mir fällt nichts ein. Gehen wir mal drauf zu. Nimm mich. Befreie mich. Danke. Tod. Alles nochmal spielen. Go to the communications building. Okay. Was? Okay. Aber wie? Oh, wir dürfen raus. Warum kann ich nicht damit fahren? Warum kann ich nicht damit fahren? Zwei sogar. Okay, jetzt können wir rennen. Okay. Oh, show. Wow. Feuerwerk. Arschleckenfeuerwerk. Ich habe noch nicht getroffen. Ja, zickzack. Ja. Aua. Sie haben mich. Ding immer da wackelt. Okay. Oh ne, muss ich das jetzt jedes Mal machen hier? Hätte ich mal das Quad genommen. Das hätte so viel einfacher gemacht. Wo ist das UFO? Wo ist das UFO? Oh, ich kann springen. Okay. Hui, 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 hui. Klippe runter. Hui. Oh. Nein. Ich gehe zum scheiß Communication Building. Bion, 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 bion. Du kannst mich mal. Warum muss ich da hinlaufen? Ich hüpfe wie ein Hase. So schnell sitze ich nicht. Ah, ich sehe es schon. Leicht geschafft. Ich hüpfe jetzt einfach weiter. Ach, guck mal, die sind so weit hinter mir. Ich meine, Hüpfing-Skills könnt ihr mich nicht kriegen. Ha. Ich hoffe, wir können da ganz schnell rein, ohne irgendeinen Scheiß-Bug. Ja, wahrscheinlich hier hoch, ne? Ha! Was muss ich drücken? Was habe ich?
Das Radioteleskop empfängt nur Signale. Die Kommunikationstürme sind... Aktiviere die Kommunikationstürme. Was? Aktiviere die Kommunikationstürme. Nein! Wir können es zur Wehr setzen gegen die Aliens. Lucien, unser Chef, war ein Schauspieler. Er wurde entdeckt, wie er auf der Insel herumwandert und am Morgen und immer wieder das Wort Palme gesagt hat. Er war verwirrt und hatte Kopfschmerzen aufgrund des roten Lichtes im Himmel. Okay. Das Hauptziel unseres Projekts ist, dass wir Kontakt zur Zivilisation auf anderen Planeten aufbauen können. Wie auch immer, ich habe herausgefunden, dass es ein alternatives Projekt gibt, an dem ein paar Leute beteiligt sind, die virtuelle Simulationen erzeugen, die nur schwer von der Realität unterscheiden zu sind. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, Komponenten von einem alten Computer zu nehmen und mit Technologie zu kombinieren, die ich glaube, die nicht menschlich ist. Oh, The Melvins. Wie viel Schuss habe ich? 6. Okay. 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 Nein, 6 von 6, 24. Jumpen wir wieder. Jump. Da, 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 da. Die haben diese Radio Towers aber auch jetzt extrem weit entfernt hier. Ah, klar. So, so weit doch nicht. Ich baller euch weg, E.T. Von wegen, Freunde. Oh, oh nein. Oh, fuck. Ich hänge im Boden fest. Fuck you. Time to kick ass and chew bubblegum. Oh nein! Was? Es zieht mich hoch! Ich war doch so nah dran. Sagt der Entwickler 1 zu Entwickler 2, hey! Wie lange sollen wir diese Hochfluganimation machen? Sollen wir sie lang machen? Oder so lang? Sagt der andere Entwickler ja. Mach sie länger. Jetzt stoße ich mir gleich den Kopf so. Aua! Danke, dass du OVNI Abduction gespielt hast. Das zukünftige Spiel wird am 30.03. schon auf Steam released. Okay. Nein. Ich denke, ich werde die Vollversion nicht spielen. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Sah von den Screenshots auch ein bisschen interessanter aus. Aber ich hoffe, das Video war trotzdem für euch unterhaltsam. Und Spaß hat es mir allemal gemacht. Ich gucke mir ja gerne solche Indie-Horror-Games an. Manchmal sind ja Perlen dabei, meistens halt nicht so. Aber Spaß hatte ich auf jeden Fall. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Ciao.